heute mit irgendeinem hohen Tier vom Haus. Es übernimmt die Stadt Block für Block, sorgt dafür, dass sein Auto nach dem Meeting bereitsteht. Machst du Witze? Ich habe vor, ein paar Speedtrap-Zeiten zu posten. Wie oft kriege ich schon die Chance, mit mir STB 11 eine Runde zu drehen? So, jetzt erstmal herzlich willkommen zu... Was hat der Boss jetzt davon, dass er Racer einstellt? Das ist Vergangenheit. Der Deal lautet, keine Rennen mehr oder mein Arsch landet im Knast. Ah, echt schade. Das Haus zahlt heutzutage gutes Geld, um Rennen zu kaufen. Kann sich nicht mal mehr reinhängen. Und wo liegt der Sinn, wenn der Sieger schon vorher feststeht? Im Geld, Bro! Die zahlen wirklich gut. So, jetzt darf ich jetzt vielleicht auch mal spritzen. So, wir kommen in Quebec. Ja, ich hatte mal wieder Lust auf Need for Speed Payback, wo wir ja Need for Speed 2015 ja abgeerntet oder besser gesagt abgehandelt haben. So, da würde ich mal sagen, welcome to back. Mal sehen, was wir jetzt noch machen. Und dann was schaffen, in der kurzen Zeit noch was zu schaffen. Ja, auf geht's. Mal sehen, wie schnell dieses Baby ist. Mann, was für ein Gefühl. So. Also, was sagst du? Ich hab die Nummer von so einem Typ. Kein Interesse. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. So. Ja, das Spiel habe ich jetzt sozusagen angeworfen. Nochmal ein kleines bisschen. Tyler, wo ist mein Wagen? Keine Sorge, Weir. Den hier stehle ich nicht. Behandelst du so deine Freunde, Tyler? Tja, kein Wunder, dass deine Crew verliert. Du verdrehst das alles. Ich wette, sie können es kaum erwarten, von dir zu hören. Dein perfekter Crew ist schiefgelaufen und deine Crew wurde zur meistgesuchten kleinen Gang in Fortune Valley. Miller musste Kleinkriminelle rumkutschieren, um durchzukommen und das heißt, McAllister würde sogar für das Haus fahren. Und euer Mechaniker? Armer alter Ralph. Denkst du, sie werden je wieder mit dir reden? Ich bin im Moment dein einziger Freund. Du wirst deine Rache an der Barrow kriegen und ich werde mein Auto zurückbekommen. Aber du musst Geduld haben, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich betrachte das als ja. Und jetzt komm her, bevor ich dich feuere. Tickt, Weir. Verkauf das Casino oder wir nehmen es uns. Ach, wie nett. Hat die Fahrt Spaß gemacht? Hör zu, die Zeit ist noch nicht reif. Ich sage, wann das Spiel beginnt. 6 Monate. Steig aus. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen. Wir sehen uns morgen, Hardshot. Okay, Ty. Ab nach Hause. So. Ah, ich muss nur schnell nach Hause, dann komme ich aus diesen albernen Klamotten raus.
Tyler. Hey, schlechte Neuigkeiten, Bro. Der Boss küsst dir den Lohn. Er hat an dem F-Teil von gestern einen Kratzer entdeckt. Was? Ich hab den nicht verbeult. Hey, ich mach die Regeln nicht. Hör zu, Mann, du musst mir helfen. Ich bin mit der Miete im Rückstand. Hey, hey, glaubst du, ich schwimme in Geld? Hab ich vielleicht ein Porsche-Logo am Arsch? Das ist dein Mist, Bro. Tut mir leid. Hallo, Racer. Ich bin eure Hüterin. Und ihr hört die Stimme der Straße. Live aus der Wildnis von Fortune Valley. Die Straßen rufen nach euch. Sie sind gerade voller erschöpfter Pendler. Aber ihr steckt nicht in der Tretmühle, oder? Ihr seid Racer. Wer von euch kann diese Stadt zähmen? Wer von euch ist im Rausch gewachsen? Hast du das Zeug dazu? Im Rausch der Geschwindigkeit. Der Outlaws Rush kommt nach Fortune Valley. Nur die Besten der Besten können ihn fahren. Nur der Beste wird ihn gewinnen. Bist du es? Der Outlaws Rush? Ja, schon klar. So geht das nicht weiter. Statt mir Navarro vorzuknöpfen, verschwende ich meine Zeit mit dem Gambler. Ty hier, wegen dieser Straßenrennen. Gib mir die Nummer. Also, ich habe gehört, dein Möchtegern-Racer will für das Haus fahren? Richtig. Sag mir einfach wann und wo. Wow, nicht so schnell. Denkst du, das Haus heuert jeden an? Du musst dich erst beweisen. Zeig mir bei ein paar Rennen in der Stadt, was du kannst. Dann kriegst du deine Chance. So, das kennt man, ja. Ich glaube, Tyler hat jetzt genug von seiner komischen, elenden Aktion. Ich glaube, Kai hat da einen kleinen Fehler gemacht. So, dann kommen wir jetzt mal. Aber leider nicht mal hier, dass wirklich diese komischen Unfälle gerade bei mir. Ist sich natürlich bei mir nicht zu vermeiden. Das hätte ich mir Racer, ihr hört die Stimme der Straße. Die Straßen flüstern mir zu. Sie flüstern von Rennen, die ein krasser Außenseiter gewinnt, während der Favorit den Sieg durch einen vermeidbaren Fehler aus der Hand gibt. Meine Freunde, Überraschungssiege kommen natürlich vor. Aber was sagt es uns, wenn so etwas ständig passiert? Erst auf der Westside, dann in Boonville, dann in Lakeside. In dieser Stadt ist irgendwas faul. Und ich, eure Hüterin, werde herausfinden, was es ist. Ja, ich hab da so eine Ahnung. Ja. So, dann machen wir mal das erste Rennen, oder? Noch eine Zwischensequenz? Okay, mein Freund, dein erster Test steht an. Gewinnst du, sehen wir weiter. Lass die Show beginnen! Das Rennen. Wir brauchen auch den Tiefteil
bisschen so. Bin Erster! Schön! Aber er hat doch eigentlich recht, es ist besser rennen zu fahren, als da rumzusitzen und für diesen komischen Kalle da zu fahren. Geht doch einfach auf! Yeah. Mich schlägt niemand! Tja, das war nicht übel. Das Haus hat vielleicht Verwendung für jemanden wie dich. Je besser der Racer, desto überzeugender die Geschichte. Du weißt, ich bin gut genug für das Haus. Wir werden sehen. Das war ein guter Auftritt. Und vielleicht nur Glück, also fährst du ein weiteres Rennen mit stärkeren Gegnern. Wenn du dich da gut schlägst, wird das schon mehr aussagen. Okay, kein Problem. Oh, so, fahren wir mal unter den Tunnel durch und fahren mal so ein bisschen. Reinkommen, schon bin ich schon wieder ein bisschen näher drin. In dem. Sei bereit. Gewinnst du, kriegst du die Chance, für den Boss zu fahren. Euch zeige ich's. Ihr kriegt mich nie. Die Welt ist ein bisschen nicht so anspruchsvoll wie die normalen Rennen. Das sind jetzt mal die Anfangsrennen, damit man erstmal rein in das Spiel kommt. Wo ich eigentlich schon ein bisschen reden bin. Warum das raus? Rundkurs. Na sowas, ich bin Erster. Ach, schon aufgefallen. Ich weiß ja nicht, was das für Gegner sind. An mir kommt keiner von euch mehr vorbei. Oh, Teil da. Und? Bist du jetzt überzeugt? Ha, gut, du hast bewiesen, dass du fahren kannst. Du kriegst von uns einen neuen Wagen, der auch was hermacht. Navarro krempelt die Straßen um und wenn du dich mit uns gut stellst, kannst du dabei sein. Aber das Haus ist ein Geschäft. Vergiss das nicht. Bestimmt nicht. Gut.
Willkommen beim Haus. Ha. Wo wir wahrscheinlich auch nicht lange bleiben, wahrscheinlich. Ja, der BMW ist besser. Okay, das hätten wir. Navarro, jetzt bist du dran. So, wo müssen wir eigentlich hin? Hallo Racer. Eure Hüterin möchte euch daran erinnern, die Welt da draußen zu erkunden. Wieso solltet ihr von Renn zu Renn hetzen? Fahrt durch Silver Rock und stellt in ein oder drei Aktivitäten ein Ergebnis auf. Es gibt so viel zu tun, womit ihr euch beschäftigen und euren Ruf aufbauen könnt. Ja, und du weißt doch voll, dass man mit solcher Gruppe nicht mit, mit so einem Dings verbringen sollte. Manipulierst du keine Rennen mehr. Okay, willkommen in der Oberliga. Hoffe, dir gefällt dein neuer Wagen. Dein Codename ist Sidewinder. Bleib auf diesem Kanal und tu, was der Boss sagt. Dann wird es sich für dich lohnen. Sidewinder. Okay. House Racer, alle mal herhören. Der Gewinner heute Nacht ist Kingsnake. Auf der Hälfte des Rennens bleibt er vorne. Das wäre mir erstmal nicht. Ich fühle mich richtig gut. Jetzt ist Navarro fällig. Ich frage mich, wer von euch Kingsnake ist. Obwohl, ich besiege euch sowieso alle. So, dann haben wir uns mal zum Essen. Hey, dachtest du, ich beobachte dich nicht? Was du da machst, verstößt gegen unseren Deal. Ich entscheide, wie das Spiel läuft. Klar. Ich war es leid zu warten. Ich werde die Sache jetzt angehen. Genau, Taylor. Aber machen. So, dann hole ich mir mal die Führung. Kingsnake, das Rennen ist halb rum. Zeig, was du kannst und geh nach vorne. Mach schon, Taylor. Kingsnake darf nicht gewinnen. Was ist los? Bin ich euch zu schnell? Halt lieber nichts. Weißt du was? Gut, hol dir den Sieg und genieß ihn. Aber anschließend haust du da ab. Du bist mein Abwehrmann. Einverstanden. Keine Ahnung, wer du bist, Sidewinder. Aber das wirst du bereuen. Du kaufst keine Rennen mehr, Navarro. Tyler Morgan? Ja, überrascht, ne? Versuch's mal mit Goldwagen, ihr Trottel!